wirst du da aufbrechen. Und sowieso wieder nicht richtig schlafen. Dass du es immer so eilig hast. Willst du dich vielleicht wieder hinlegen? Das war so eine wunderbare Idee, dich mitzunehmen. Ich bereue es kein bisschen. Großeltern das letzte Mal besucht habe. Das muss vielleicht gewesen sein, 8, vielleicht 7. Wer weiß, ob die Hütte überhaupt noch steht. Die muss noch stehen, die Hütte. Sonst winkt uns ein 3-Tages-Marsch zurück in die Stadt. Außerdem, im Dorf ist die Hütte eh nicht. Liegt da irgendwo am Berg. Welche Richtung? Grüß Gott. Grüß Gott. Schadl, ihr sucht die Schadl-Hütte? Wieso? Ist auf mich übergegangen. Ich bin der neue Besitzer. Der Schadl-Bur? So ist es. Na, das kann nicht sein. Die Schadls haben ihren Buben noch vorher am Tod im Krieg verloren. Na, das war mein Vater. Wie gibt's noch?
Ah, der Schadl-Enkel. Genau, Veit Schadl. Grüß Gott. Grüß Gott. Mein Kamerad vom Veit, Jakob Trim. Guten Tag. Grüß Gott. Also, ihr kommt vom Krieg? Sie tragen Uniformen, Vater. Wo wären Sie gewesen sein? Auf der Alm? Ja, wir waren im Krieg. Wir kommen gerade vom Feld. Große Schlacht. So viel Blut wie schon lange nicht mehr. Und wer hat gewonnen? Ja, wir. Also, Niederlage für den Franzosen da, den Neapolitaner. Napoleon, du Depp. Ja, ne? Richtig. Die Hütte. Ich hab den Weg zur Hütte nicht mehr genau bei mir. Im Wald fährt da am Hang auf, oder? Ja, immer rechts halten. Beim Kranzlauf vorbei. Mhm. Aber nicht den Bergpfad nehmen. Da kam es dann zu den Hohenzinners. Und da war es dann schon zu weit. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Widerliche kleine Person. Ich bin schon gewarnt worden, dass es unterm österreichischen Kaiser derber zugeht als zu Hause. Ja, aber für das Frauenzimmer entschuldige ich mich offiziell. Wie auch immer. Danke für die Unterkunft, Veite. In 2-3 Tagen sollte ich mich wieder aufmachen. Noch so eine österreichische Eigenart. Nämlich? In euren Wäldern ist es sehr still. Grüß Gott. Heinrich? Heinrich, wir haben Besuch. Gemäri, welchen Besuch sollten wir hier umkriegen, den man ankündigen muss? Und der Vater, der Dr. Kanzler, ist er noch gefallen? Nein, nein. Der ist hier im Ort gestorben. Und jetzt bin ich der Kranzler-Doktor. Mhm. Du hast ganz schön Glück gehabt mit deiner Wunden da. Wird schon gut verheilen. Sagt einmal keiner, dass das Heilen mehr wehtut, dass das verwundet werden. Hm. Aber der. Aber mit der Zirben. Ist gesund. Prost. Prost. Und die Dame des Hauses? Die Mirabelle. Ist die Schwester. So ist's, Nachbar. Die Mirabelle ist meine kleine Schwester. Vielen Dank. Ist gut. Quellwasser.
Ja, und wegen deinem Bein, in ein, zwei Tagen wechseln wir deinen Verband. Wunderbar, geht in Ordnung. Ja dann, auf eine gute Ankunft. Danke sehr. Ja, danke, ebenfalls. Wiederschauen. Normale Menschen bin ich nicht mehr gewohnt, glaube ich. Meinst welche, die nicht auf dich schießen? Mein Reich, Jakob. Mein Reich. Dein Reich. Siehst, Jakob, das ist der Lohn der ganzen Grauslichkeit. Dass man hier so stehen kann. Ja. Wie man noch einen Marsch heute antrieben. Verzeih. Wir sind angekommen, Jakob. Jetzt leg dich zur Ruhe. Kannst du nicht einfach wieder Anekdoten über deine Knie erzählen? Dann muss ich nicht denken. Was musst denn denken? Red, was denkst? An so einen jungen Ungarn, das hast du nicht mitgekriegt, da warst du schon wieder im Lager. Takyari. Der ist lang nach dem Schlachtende noch schreiend zwischen die Leichenberge gerannt. Hat mit seinem Bajonett auf die Toten eingestochen, immer wieder. Geredet hat er mit ihnen. Sogar gewarnt hat er sie. Der wollte nicht aufhören, der hat einfach immer weitergemacht. Takyari, richtig. Den, was sie dann erschossen haben. Den sie erschießen mussten, ja. Weil ihm dann ja auch irgendwann völlig gleichgültig war, auf wen er da überhaupt einsticht. Dabei war der gar nicht drauf aus, uns zu töten, glaube ich. Der wusste einfach nicht mehr, wie er aufhören soll.
überhaupt aufhören kann? Darf? Ja, mei. Es waren einfach viel zu viele. Der Ungar hat es nicht ertragen, wir schon. Außerdem ist das jetzt eh vorbei. Wir sehen drin, morgen schaut alles wieder weniger finster aus. Gute Nacht. Veit? Ja? Was zum Teufel? Wird hier im Wald gejagt? Ich weiß nicht, kann schon sein. Deine Flinte mit. Thank you.
Hast du was gefunden? Da war nichts. Nur so ein Unding. Ein Unding wie das dort. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Es ist uns niemand hierher gefolgt. Verzeih. Das hättest du nicht sehen sollen. Ich kenne den Mann. Zigeuner waren das. Haben im Wald gelebt und im Dorf gebettelt. Alle haben sie gehasst. Und jetzt haben sie ihn umgebracht, nicht wahr? Die Frau. Geht es der Frau gut? Wir haben keine Frau gefunden. Aber ich kann dir ganz sicher sagen, dass das keiner aus dem Ort war, der das getan hat. Das waren andere. Zu spät. So soll keiner geweckt werden. Vielleicht solltet ihr doch noch Männer aus dem Dorf dazu holen. Na, wenn wir das täten, würden die uns justament zum Mörder erklären. Aber ihr habt ihn doch retten wollen. Ja, aber wir sind die einzigen Fremden hier und gerade letzte Nacht angekommen. Ich kümmere mich ums Amtliche. Der Zigeuner hat einen Unfall gehabt und ich bin ihn im Wald gefunden. Das kann es ruhig gehen. Danke. Es ist nicht recht, dass sie wieder dort hochgehen.
Das ist allerdings nicht recht. Das ist Irrsinn. Etwas, das so fremd ist, sollte man einfach nicht anfassen. Gibst mir dann das Wasser nachher? Ich brauch kein Blut zu meiner Hütte. Wir werden morgen sowieso nochmal der Spur nachgehen. Werden wir. Das Mädchen sagt, da ist noch eine Frau im Wald. Mhm. Wenn eine Frau den so zugerichtet hat, würde der lieber nicht im Wald begegnen. Wer ist da? Wer ist da? Siehst du was? Nein. Mach zu. Hat versucht. Thank you.
wollen was von uns. Was? Natürlich wollen die was von uns. Sonst wären wir nicht mehr am Leben. Einschüchtern. Forderung stellen. Was sollen diese Höllenviecher denn von uns wollen, Veit? Frauen. Was tust du? Da! Mehr gibt es nicht für euch! Hört ihr? Die Antwort lautet nein! Nein! Nein. Nicht gut, du blöder Hund. Nicht gut. Ganz genau, Veit. Nicht gut. Nicht gut! Auch Munition. Munition? Der Herr Schadl auch? Ja, der Herr Schadl auch. Habt ihr Messer? Messer? Ja, wo ist er denn, der Herr Schadl? Und zwei Krügerl, bitte. Gleich zwei? Ja, da kommt noch wer. Okay. Kenn ich den nicht von früher? Also, ich kenn den nicht. Ja, da war ich noch sehr klar. Ja, und jetzt sind wir groß geworden. So schaut's aus. Sonst noch was? Danke, nach. Gut, nur reden. Natürlich. Ausnehmen tolle Frauen haben sie im Ort. Im Laden haben sie ein paar passable Waffen. Da könnte man schon was machen. Was willst du denn machen? Ein Feuer hat's gegeben! Ein grausliches Feuer! Wo denn? Hinterm Kloster. Die Scheune von den Waisen ist anzündet worden. Die Waisenkinder haben noch geschlafen. Sind alle verbrannt. Wir haben kaum noch was gefunden in den Trümmern. Es ist alles hin. Alles hin.
sollten unsichtbarer werden, Veit. Das Feuer bei der Scheune. Es waren Diebe. Warum sind die Leichen vor unserem Haus? Was sind das? Dämonen aus den alten Sagen. Da habe ich immer nur gelacht. Sie sind nicht allmächtig, sonst würden sie sich nicht verstecken. Nicht allmächtig? Bist du völlig irr im Schädel, Preuß? Das sind Viecher, die denken. Viecher, die uns ausloten mit Schlangenköpfen. Was machen wir überhaupt noch da? Ist es immer nicht schon längst weg? Weil das dein Reich ist dahin. Dein Eigentum. Und diese Teufel kann man verletzen, Veit. Vielleicht nicht töten, nicht so, aber die Kugeln haben sie verletzt. Man muss es nur richtig angehen. Hier geht's nicht mehr um Enchanté und Bonjour, Trim. Bei den Viechern, da mucksen Tiger und Löwen. Du wirst es nicht sehen, aber die Schlacht verlieren wir. Was willst du tun? Wegrennen? Ich wüsste nicht, wohin. Was glaubst du, um mich sonst nach Palbach kriege? Palbach. Mir geht's wie dir. Da ist keine Familie mehr übrig. Außer ein paar zerschließenen Gulden im Beutel. Ist dann nur mehr die Hütte da oben. Wir sollten tun, was sie verlangen. Nein, das werden wir mit Sicherheit nicht tun. Wie
Wir müssen, Jakob. Sie haben uns deutlich gezeigt, was die Konsequenzen sind, wenn wir uns weigern. Veit, die wollen was von uns. Das ist der einzige wirkliche Vorteil, den wir haben. Brauchen jetzt nur mehr Na? Ja, ich weiß, Veit. Den Köder. Brav geschissen, ihr Aderlumpen! Ihr Weicheier! Schießen auf eure kleinen Schrumpeling! Glaubst du, ich bin nicht gewappnet für sowas, hä? Ich warte ja förmlich drauf. Wir wollen dir nichts antun, wir brauchen nur deine Hilfe. Wenn du ihn nicht hochkriegst, kann ich auch nichts. Thank you.
ist los? Habt ihr Angst? Hat euch eine Frau das Fürchten gelernt? Ha? Den Buckel runter! Was immer du von mir willst, du Scheißviech! Schlimmer als die Wichser im Wirtshaus kannst du auch nicht sein! Du impotenter, damischer Elefant! Thank you.
Mein Bruder ist nicht da. Er macht Hausbesuche. Kann ich trotzdem kurz reinkommen? Ja, sicher. Danke. Setz dich. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier bin. Vielleicht sollte ich einfach wieder gehen. Nein, bleib. Es wird schon einen Grund gegeben haben, dass du herkommst. Ich werde den Krieg nicht los. Weil du dich erinnerst. Auch. Aber es ist vor allem so ein Zorn. Von einer Sekunde auf die nächste spielt auf einmal ein Triumphmarsch. Alle klopfen dir auf die Schulter, verbrennen die blutigen Sachen und entlassen dich. Dann gehst du. Irgendwo hin. Weißt ja nicht wo. Dann heißt's, du wirst irgendwo Geld kriegen. Du schließt dich einem Kameraden an. Gehst einfach mit, bist ja auch nichts anderes gewöhnt. Aber dann, wenn du zu gehen aufgehört hast, wenn du dich niederlegst, dann merkst du's. Dann spürst du's in den Knochen. Du bist nicht da. Du bist noch dort. Der Krieg ist überall um dich herum. Kurz war da noch so eine Erleichterung, weil ja jetzt die guten Zeiten anfangen sollen. Alle singen. Jetzt kann man wieder zurück, jetzt wird alles wieder gut. Aber wie kommt man zurück? Wie hört man auf? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Dann bleib einfach einmal hier. Hier ist alles sehr ruhig und einfach. Sehr, sehr ruhig, glaub mir. Fast schon fad. Wenn da nicht der Krieg wäre. Also wer weiß. Wenn das alles so laut und schrecklich war, was du erlebt hast, dann kann es hier vielleicht wieder gut werden. Dann wird vielleicht alles wieder leiser hier und dann musst du nirgendwo mehr hin. Ja, das glaube ich. Du musst nur schauen, dass wieder Ruhe einkehrt.
Test, Veit. Ein Test? Wir haben sie für Tiere gehalten. Ich glaube, sie halten uns auch für Tiere. Feindliche Tiere. Also beobachten sie uns. Zerren uns eine Leiche vor die Tür, um zu sehen, wie wir unseren Toten begegnen. Und sie hinterlassen uns ein Rätsel, um unsere Intelligenz zu prüfen. Wir haben ihr Unding zusammengesteckt, Veit. Wir haben bestanden. Sie halten uns für fähig, ihre Lakaien zu sein. Verstehst du? Was soll ich verstehen? Wie sehr sie uns unterschätzen. Warst du den ganzen Tag? Darauf und wir haben nichts in der Hand. Du weißt genau, dass wir nur so an die rankommen. Du weißt es. Rühr sie nicht an. Wer? Ein aus dem Nachbarsort, keine Ahnung. Wie hast du die ausgesucht, Veit? Wieder nach Sympathie. Hast du eine hässliche genommen, weil man die entbehren kann? Wie, Veit? Ich hab sie gar nicht ausgesucht. Es war einfach die erstbeste, die man weglaufen ist, wenn ich anfange nachdenken, Jakob. Was glaubst du, dass ich für ein Mensch bin? Ein Sack drüber gezogen, mitgenommen. Nicht einmal ins Gesicht geschaut. Mutter. Allein. Wo willst du eigentlich hin mit deinen scheiß Waffen, Jakob? Schau mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Wo willst du hin mit deinen ganzen Waffen? Was glaubst du, ich hin bin, Veit? Ich will dahin, wo die Scheißviecher leben. Dafür brauchen wir die Frau. Aber ich will die Frau nicht verlieren, Veit! Wir füllen Farbe da rein. Wir binden den an die Frau. Sobald die Viecher kommen, dann stechen wir ihn auf und folgen der Spur. Wir finden die Viecher, wir schießen sie über den Haufen. Sache erledigt! Wenn wir die Frau auch noch verlieren, Veit, dann schieße ich dich über den Haufen. Thank you.
Wie viele? Wovon sprichst du? Sie reißen ihnen den Leib auf, Veit. Sie nutzen sie als Brutstätten. Und dann fressen sie ihr Fleisch. Du hast dort die Leben. Ja. Und da waren Dutzende Frauen. Nicht zwei, Veit, Dutzende. Die kleine Kellnerin aus dem Ort, die war auch da. Wann hast du die raufgeschafft, du Arschloch? Warst du die ganze Zeit damit beschäftigt, hä? Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Lügner! Was tut ihr da? Geh auf dein Zimmer, Mirabelle. Hörst du? Und komm nicht wieder runter. Heinrich. Ich mein's ernst, Schwester. Du hast uns keine Fragen gestellt. Als wir zu dir gekommen sind mit dem Verwundeten, du hast sofort gewusst, was das war. Ich weiß auch nicht, was die sind. Darüber traue ich mir gar nicht nachdenken. Ich kenne nur ihre Visagen. Und ich weiß, was sie verlangen. Und du hast es ihnen gebracht. Kranke Frauen? Verstehst? Ihr habt eben kranke Frauen gebraucht. Die Idee habe ich auch gehabt. Halt's Maul, Veit! Wie lange schon? Doktor? Ich weiß es nicht mehr. Ein paar Wochen. Wie viele von denen hast du gesehen? Ein paar werden schon sein. Die verstecken sie im Wald. Als ihr beide dann aufgetaucht seid, habe ich begonnen zu überlegen, wir könnten... Das sind nicht nur ein paar, das haben wir auch gedacht. Das müssen Dutzende sein. Die halten sich so lange im Wald versteckt, bis sie uns zahlenmäßig überlegen sind. Wann wird es sein? Nun, da wir jedes Mal jemanden verlieren, wenn einer von ihnen geboren wird, würde ich sagen, wir schaufeln uns längst schon unser eigenes Grab. Heißt es, ihr habt's auch? Ja. Zwei. 10, 20 Frauen. Wie kannst du ihr noch ins Gesicht sehen? 20? Das Unfug. 3. Ihr habt den 3 Frauen braucht, nicht mehr. Und davon lagen 2 eh schon im Sterben. Dann haben die ihre Pakte schon überall abgeschlossen. Der ganze Ort macht mit. Müssen Sie warnen. Wir müssen alle fortbringen von hier. Alle, die noch übrig sind. Jakob. Jetzt gleich? Ja, jetzt gleich. Sag mir bitte, was geschehen ist, Heinrich. Verzeih mir, Mirabelle. Was ist passiert? Der Grund, warum ich dich seit Wochen nicht aus dem Haus ablassen, warum du dich hier oben hast verriegeln müssen. Ja, die herumstreunenden Franzosen. Ja, richtig, die Franzosen. Es sind wirklich schlimme Franzosen. Ungute Franzosen. Der Jakob und der Veit sind ihnen auch schon begegnet und wir sind uns einig, dass wir hier nicht länger bleiben können. Wir müssen den Hof verlassen? Werden sie den Hof zerstören? Ich weiß es nicht. Vielleicht werden sie noch einfach nur neu einrichten. Schau, es tut mir leid, dass ich da nicht mehr sagen kann. Aber glaub mir, es ist wirklich besser, wenn wir einfach davon rennen. Wir müssen uns warm anziehen. Und Decken mitnehmen. Und Proviant. Und du hör auf, mich mit deinen Franzosengeschichten für dumm zu verkaufen. Das kostet uns nur Zeit. Schau, ich wollte dich nur beschützen, Mirli. Ich weiß. Aber das brauchst du jetzt nicht mehr. Also geh schon. Ich schau, was ich unten finde. Was ist mit den Hohenzinners? Der Johanna und ihren Eltern. Wir müssen ihnen Bescheid sagen. Wir gehen über den Bergpfad. Da kommen wir bei ihnen vorbei.
komm raus, es drängt! Wie viel? Drei. Die beiden Eltern und ihre Tochter. Zu ruhig. Schaut verlassen aus. Sieh du da drin nach. Hohenzinner? Besuch. Ja, Besuch. Hüpft bald wieder. Wo ist Ihr Mann? Wo ist Ihre Tochter? Unten. Bei den Gästen. Thank you.
sag, ihre Eltern, beide, das Haus hat jetzt neue Bewohner. Wenn ich das gewusst hätte. Leuchte nach vor. Tut dir was weh, Johanna? Johanna? Wie viele waren da oben? Nicht so viele. Wir schaffen das schon. Ein gutes Zeichen, dass du lächelst. Du lächelst nie. Wir schaffen das, Mirabel. Dort! Ich schnappe uns. Johanna, wir müssen weg von hier. Ich darf hier nicht weg. Mirabel! Wo sind die? Die wollten uns trennen. Mirabel. Bring sie ins Dorf. Versammel sie alle. All die Schweinehunde aus dem Ort, die schuld daran sind, dass es da unten fast keine Frauen mehr gibt. Und dann sprich mit ihnen, Veit. Sag ihnen, was wir getan haben. Und du? Jakob. Kanzler. Kanzler.
müssen ins Dorf so schnell wir können. Wir haben nicht viel Zeit. Also hört's mir genau zu. Wir wissen alle, wo unsere Frauen jetzt liegen. Thank you.
hast du es immer so eilig? Warum brauchst du immer so lang? Grüß euch. Großartig, dass ihr alle kommen seid. Ein paar Worte noch über die Viecher. Wer weiß, wie gut ihr sie alle schon kennt. Es sind feige Viecher. Gut, sonderlich mutig brauchen sie nicht sein, weil sie groß sind wie Häuser. Mit solchen Klauen. Anders als alles, was wir kennen. Schnell. Gerissen sind sie auch. Das ist das, was mich zu Anfang am meisten erschüttert hat. Viecher, die denken. Aber wisst ihr was? Das sind wir auch. Und wir denken besser. Aber wohin? Wahrscheinlich ist das unser größter Vorteil. Das Menschliche, was die haben. Weil das ihre größte Schwäche ist. Die sind genauso ängstlich wie wir. Sie hängen in Rudeln, also gehen wir in Gruppen. Einer offen, die anderen halten sie versteckt. Schaut auf euch ihre Flanken, die spielen gern mit ihren Richtungen. Wenn sie was reißen, dann rennen sie mit ihrer Beute gleich zurück in ihr Nesterl, ihre Höhle. Da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Ein Loch, wo sie konstant ein- und ausrennen wie die Ameisen. Ideal für uns. Lauscht's wie nix da drin. Die sind laut wie Kirchenglocken, die können gar nicht anders. Wenn ihr eins vor euch habt, dann zögert's nicht. Lasst euch bitte nicht einschüchtern, das sind Viecher. Nichts Höllisches, sicher nichts Himmlisches. Viecher! Gut. Also dann. Bei Tagesanbruch treffen wir uns wieder hier. Bitchen, kommt alle heil wieder da raus. Weil das soll die erste Nacht von vielen sein. Gehen wir's an!